ganz wie dieses Haus hier. Das wird auch immer da sein. Da kannst du mal drüber nachdenken, Zumi. Dies Irrenhaus bleibt. Ob du gehst, ob ich gehe, ob Yusuf geht. Diese Küche bleibt. Sie wird noch funktionieren, wenn wir sterben. Denk drüber nach. Wir arbeiten hier 8 Stunden am Tag und doch ist das nichts. Wir nehmen hier nichts weg. Das wird nicht weniger. Hier die Küche. Da du. Du und die Küche. Die Küche bedeutet dir nichts. Überhaupt nichts. Und du bedeutest der Küche nichts. Yusuf hat recht. Warum über diese Küche schimpfen? Und die Büros? Und die Fabriken? Hey Zuni, was sagst du dazu? Du würdest natürlich eines Morgens sagen, wenn die Küche wäre verschwunden, ne? Ganz genau. Wenn das nur ein einziges Mal so wäre. Nur ein einziges Mal, nur an einem einzigen Morgen. Stell dir das vor, Hans. Weg, das alles weg! Ja, dann wärst du arbeitslos. Na und, meinst du, dann würde ich tot umfallen? Mach dir aber gar nicht aus, hä? Nee. Du träumst schon wieder. Was sagt er? Er sagt, ich träume. Habt ihr das auch gespielt? Ich nämlich ja. Nicht so gut, war Zoni?